Pokalspannung am B-Camp. Das Viertelfinale steht an und der TuS Ausdorf ist bei Concordia zu Gast. Und er hier soll die schwächelnden Hausherren wieder in die Spur bringen. Theodoros Ganitis, Mittelfeldmotor und Anführer Wilfried Cordy und den neuen Coach das Halbfinale klar machen. Concordia in Rot und Schwarz von rechts nach links. Und die Heimmannschaft beginnt gewohnt offensiv. Schöne Kombination, raus auf die linke Seite. Dann das Auge für Hollewas. Das muss eigentlich schon die Führung sein. Aber diesen Ball kann er dann doch nicht ganz aufs Tor drücken. Spielerisch eine klare Überlegenheit für Cordy. Aber Ostdorf kann vor allem eins, Standards. Die Ecke von Krause verlängert, dann Chaos und schließlich doch geklärt. Doch die stärkste Offensive der Oberliga setzt weiter nach. Gut durchgesetzt auf dem Flügel. Wuchtiger Abschluss. Aber Henke im Tor der Gäste ist auf dem Posten. Jetzt sind wir schon kurz vor der Halbzeit. Noch einmal Concordia. Ganitis setzt sich hier klasse nach. Über Sharifi raus auf den Flügel. Dann mit Schärfe. Und da ist er. Theodoros Ganitis. Und damit geht der Favorit in Führung. Ganitis beweist hier all die Qualitäten, die Cordy nach der Schwächephase der letzten Wochen braucht. Wie schon im Achtelfinale der Spielmacher mit dem 1:0. Damit springen wir dann auch schon in den zweiten Spielabschnitt. Concordia im Angriff und wieder läuft alles über die Nummer 14. Perfektes Timing und ab in die Lücke. Doch Henke ist mal wieder auf dem Posten. Der Ostdorfer Schlussmann hält sein Team im Spiel und dafür gibt's auch Respekt von Ganitis. Plötzlich setzt jetzt sinnflutartiger Regen und Hagel ein. Und in diesem Wolkenbruch hat der TuS seine stärkste Phase. Nach einigen vergeblichen Angriffen dieser lange Ball. Blume verlängert unnachahmlich. Klasse Ballkontrolle und der Ausgleich. Melvin Bonewald stellt den Spielverlauf auf den Kopf. Bonewald, der bis auf eine kurze Unterbrechung schon seit einer gefühlten Ewigkeit für Ostdorf spielt, zeigt hier, warum der TuS seine begabtesten Jungs schon seit Jahren hält. Das 1:1 bei Hamburger Schiedwetter. Für einen Moment droht das Spiel zu kippen, ehe er hier, Theo Ganitis, wieder eine seiner genialen Ideen hat. Nur Minuten später, Spielaufbau im Mittelfeld. Ganitis mit ganz viel Gefühl. Bambur zeigt keine Nerven. 2:1, die erneute Führung für die Gastgeber. Bambur, heute unter Neucoach Kusow, erstmal nur von der Bank gekommen, demonstriert, warum der Liga-Topscorer der Hausherren immer von Anfang an ran will. Auch er hat schon im Achtelfinale getroffen. Herrlich aber auch, wie Ganitis diesen Ball mit der Hacke serviert. Ein Ausdruck seiner Klasse. Damit ist Ostdorf natürlich wieder gefordert. Der Oberliga-Aufsteiger schickt in der Schlussphase alle verfügbaren Mann nach vorne. Bei diesem Freistoß ist Krause praktisch letzter Mann. Und das soll sich gleich rächen. Bambur sieht die Überzahlsituation, schickt Mutschunski. Der nur an den Pfosten. Aber da ist Stegmann und der macht es besser. Das ist die Entscheidung. Da vertändeln sie hier fast die Entscheidung, ehe Stegmann einen kühlen Kopf bewahrt und hier einschiebt. Der Defensivspieler hat alle Jugendstationen bei St. Pauli durchlaufen, ehe er von der Regionalligamannschaft der Kiezkicker an den B-Camp gewechselt ist. Direkt danach ist dann auch Schluss. Spielerisch klar überlegen setzt sich Concordia hier am Ende mit 3:1 durch. Nur kurz konnte Ostdorf es noch einmal spannend machen, ehe sich Theo Ganitis und seine Jungs den Sieg sichern konnten. Damit steht Cordy verdient im Halbfinale.